Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück in unserem Let's Play Pathfinder Kingmaker. Wir haben das letzte Mal Kavagak besiegt, den bösen Troll, der Ekums Familie aus seinem Gewissen hat. Und jetzt schauen wir uns gerade mal durch sein Lair. Schauen wir mal, was wir alles finden. Das schaut gut aus, ja. Super. Would be better to not ascertain what or whom the stew is made of. Okay. I failed. I'm sorry. Ah. Dying dwarf. You see a pile of mutilated bodies reaching nearly to the ceiling. The bodies used to be humans, dwarves, cows, sheep, and gods know what else. Some corpses look fresh, others have already started to decompose, filling the passage with a heavy, sickening stench. The trolls probably use this corner as a meat storage. Köstlich. You are ready to pass by, but suddenly you notice some weak movement near the edge of the pile. Having a closer look, you understand one of the corpses is not exactly a corpse yet. A bare-chested dwarf moves his lips silently, staring blindly at the ceiling. His chest has some bite marks left by a huge jaw, and he has no legs. They seem to have been bitten off at the knees. Let us grant the gift of a quick death to this unfortunate soul and take revenge to those monsters who made him suffer. Wir haben die Revenge schon getaken, die sind schon tot. Miri grunts in disapproval, caressing the hilt of her sword. It feels wrong to finish him off. He fights death itself. This battle is his. Okay, die eine will, dass wir ihn schnell umbringen, die andere nicht. Interessanter Standpunkt von der Amiri. Let's leave this miserable sufferer alone. He's on the verge of non-existence, so let him make his own last step into oblivion. Er will auch, dass wir ihn einfach so sterben lassen. Ekum pulls an arrow out of the quiver. Mercy. He says, pointing toward the dying dwarf. Okay. Vier Meinungen. Zwei für gleich killen, zwei für Dings. Was ist mit. Gibt's kein Lawful Evil? Nein. Neutral Evil. Leave the dwarf to die. We have no obligation to him. No need to get my hands dirty. Das ist wahrscheinlich das, was am nächsten ist, oder? Definitely looks like he will not make it. He has lost a lot of blood and his horrible wounds, bla 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 bla. Okay. Wir nehmen natürlich die Evil-Sache. Leave the dwarf alone, letting him meet his death in loneliness. Soon he stops moving, but you do not try to find out if he's dead or just unconscious. Aber hier ist eine Kiste. Ein Buch, Rationen, Rationen aus dem Lager, wo das verrottende Fleisch von kühnen Menschen und Zwergen drinnen rumliegt. Finde ich gut, nehmen wir mit.
Aber Schlüssel habe ich bis jetzt noch immer keinen gefunden. Wie zum Henker soll ich da unten irgendwo hinkommen? The room is filled with the sickening stench of carrion. Finden wir da irgendwas? What's that? Schaut gut aus. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Yay. Endlich. In der letzten Kammer. So, können wir damit gleich das Ding da oben aufmachen. Ja, wir können wirklich. Forwards! No, backwards! Backwards! Our search was not in vain. Oh, noch so ein Ding. Sehr gut. Vielleicht auch. Okay. Speichern wir mal ab. Nicht, dass da eine Falle ist, die uns umbringt jetzt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das Chaotic gut gemacht. Ja, nicht eins von den beiden, oberen, das cursed dich. So, was war das noch? Das da. Das letzte Mal war da eine Falle und sowas. Okay, diesmal nicht. Okay, finde ich gut. Pferd. Ah. Da sind wir bei dem Typen wieder. Finde ich gut. Und wir sind durch. Ah, verdammt, wir hätten dort noch. Ach gut, die sind so. So, ja, ist noch immer so eingestellt wie letztens. Wir hätten gleich auf der anderen Seite auch richtig einstellen können. Das war das W oder M oder so irgendwie. Schauen, wenn wir beides richtig haben, geht unten bei diesen zwei Dingern gleich irgendwas auf. Mal schauen. Also bei Sonne und Mond. Es wäre irgendwie nett, wenn man so gleich rüber teleportieren könnte, wenn man weiß, wo man hin will und schon alles dazwischen geklärt hat. Das dauert so ewig. Es war dann nicht da mit dem, wo man sich trennen muss. Das muss irgendwo anders gewesen sein. Irgendein anderer Dungeon, wo man sowas machen muss. Hier muss man einfach nur richtig einstellen, scheinbar. Weil der Mond war noch immer auf der richtigen Position. So, was haben wir da jetzt? Ich sehe gar nichts. Oder? Weg ist es. Seht ihr mich noch?
Launcher drüber. Auch nicht. Ja, doch schon drüber. Gut genug. So, was war das? Nein. Ah, jetzt ist es richtig. Das ist eben eingestellt. Passt. Na dann. Runter mit uns. Ich wollte jetzt noch irgendwo weiter, wo ich irgendwie. Geht's gleich nicht weiter, da kann man nur runterschauen. Edible Moss. Good tactic is to send the party member with the highest armor class into battle first. Ja, das weiß ich, das versuche ich eh immer. Und sie tun immer irgendwas, die rennen einfach wie wild einfach drauf los. Diese Wahnsinnigen. Ja, super. War das jetzt zerstört? Sieht man mich noch? Naja, wurscht. Wir haben es schon gesehen hier. So, das war eine Tür, die wir noch nicht aufgekriegt haben. Schauen wir mal, ob wir die mit dem Key aufkriegen. Locked, nein. Trail me. Okay, wir haben aber einen Key, das ist euch hoffentlich bewusst. Wahrscheinlich nicht diesen. Also, nochmal dumm wieder. Oh, warte mal, ich sehe gerade, da gibt es noch andere Wege, wo ich noch gar nicht war. Stop. Oh, das ist schrecklich. Diese Falle kann ich mich erinnern. Das ist eine. Ich glaube zumindest, dass ich mich daran erinnern kann. So, hier geht's mal daher. Vielleicht kann man diese Viecher rauslocken. So, wir kommen da, ja. Keep your eyes open. Schieß doch mal auf diese Spinne. I got you dead. Let's shred them. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie kommen raus. Sie kommen raus. Jetzt angreifen. Repent.
So, du machst doch mal bitte das hier einfach. So, du machst doch bitte mal das. Victory is inevitable. Und außerdem machst du das auf ihn. Moran, Sentes. Du Freund, bleibst bitte hier hin. Nein? Oh. Schon ausgelöst. Ja, okay, weißt was? Geh da her. Heil ihn, geh nicht da rein. Wir haben es erst ausgelöst, nachdem wir den Kampf gewonnen haben. Geht's da raus, bitte? Wer hat den höchsten Reflex von uns? Safe. Character. Wo sind wir die Saves? Ah, da. Reflex 7. 5, 12, 11, 3, echt jetzt, ich bin froh, dass der nicht reingegangen ist, der wäre dann nie rausgekommen, 10, also Ekundayo, ist derjenige mit dem besten Reflex Safe. That's what I do. Du gehst da rein und räumst das jetzt aus, das wird deine Aufgabe sein. Sicher irgendwelche Sachen drinnen. Wusste ich's doch. Ah, okay, du musst rein, aber du hast eh auch einen relativ guten Reflex-Safe. It's just not my lucky day. Ich bin einfach nur dumm. I'm listening. Cannot hide from me. Hey, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wir sind spitze, das hätte man vielleicht vorher schon machen sollen. Schon vorher den Schlüssel gehabt. Tja, Pech. Da geht's auch rein. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Jetzt gehen wir zuerst einmal zu dem hier zurück.
das heißt, wir haben irgendwas anderes aufgemacht. Wahrscheinlich die Tür gegenüber oder so. So, warte mal, bevor wir da reingehen, ich glaube, da werden wir auf den König der Trolle treffen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gleich drauf treffen. Da gibt es noch einen Haufen Zeug hinten. Die sind noch relativ groß danach rückwärts, soweit ich mich entsinne. Hallo? Was machst du da hinten? Warum bist du dort hinten? Wieso bist du nämlich beim Rest von uns? Trollhound 30 63, na okay. Das ist jetzt nicht wirklich das Problem, nehme ich mal an, oder? Be on guard. Nowhere to run. Done with waiting. Bring it! To victory! Summit. This troll treasury reminds you of a city duff. Broken tables smashed. Was geht's weiter? Cupboards, doors ripped from their hinges.
all taken from raids on human villages. Okay. Also für das, dass sie friedlich leben wollen mit den Menschen, haben sie da ganz schön viel Plunder, den sie mitnehmen haben lassen. Adventures call to them. Patience. Das Potion of Vanish. Lustig. Das wäre nicht sehr ehrenvoll, oder? Na, okay. So many thoughts. So little time. Potions. So, was haben wir da? Was ist denn das eigentlich? Heroism. I am yours to command. Warte mal, ist das Heroism da überhaupt? Nein, nicht. Okay, bitte, gib's einfach aus. Gib das rein. The road calls me. I'll take the bait. So, du kriegst das. Don't hesitate. Depend on me. I aim true. Yes. To the dust you will go. Wow, so's. Okay. Was hast du da noch alles? Jetzt. Ich meine, offensichtlich ist dann eh nicht notwendig, aber trotzdem. So richtig mit. Du bist diejenige, die diese Sache macht. Das sind sicher auch schwer.
Kiste. Zwei Kisten. Drei Kisten. Wir speichern ab. Irgendeine von denen ist sicher versperrt. Damit wir es auf Anhieb schaffen. Hey, noch ein Schlüssel. Oh, da war ein Chest Key. Der ist sicher da hinten. Ist das das zweite Journal? Ja, genau. Da können wir jetzt die Restgeschichte durchlesen, was mit den Dingern passiert ist. Das ist das neue, gell? Second Part. Ah, das ist auch einfach nur lesen. This tome has no beginning and most pages are missing. Its high quality parchment is stained so thickly you can barely read it. Serenif 4499. Rostland is in flames. The barbarians brought some dragons along. Instead of traders, there are crowds of hungry, tattered, wounded refugees moving along the shield road. Thanks to us, they can at least be safe from the bandits. But it can't go on like this any longer. All three clans are utter bankrupts now. We are still here only because no one wants to lose face and leave first. News arrived from Silver Shield Fortress. Moradashes are leaving. Everyone curses them, but I'm secretly grateful. They've covered themselves in shame, but let the others keep face. Some tried to look bold and claim Skieges and Langbox will manage without them. But everyone knows this is just empty bravado. This is the end of the shield road. We are gathering our possessions and get ready to seal the fortress. For a long, long time, for centuries, or even for millennia. Until the day our descendants will come back here to claim what belongs to them, we must leave a lot behind. Well, at least we can properly use all these secret rooms. It's especially sad to leave the Searing Palm. There's no second furnace like this in the whole River Kingdoms. It wouldn't be a shame to offer Torak himself to work with it. So many enchanted arrows, swords, axes we have created in this furnace. So many trolls were eliminated by the enchantment burning steel. Alas, we can't take the furnace with us. We can only hope for some trespassers won't find this fortress. Wie soll man ein Fortress nicht finden können? Och, Zwerge sind so doof. And even if they do, they won't be able to get inside. Na, ganz offensichtlich nicht. We'll also have to leave behind the treasure hidden in the place near the watchtower. It can only be opened by representatives of all three clans together. Okay, das haben wir ja schon. When they unite their keys and Boradashes took theirs with them when they left. Well, they had every right to do it. The last secret room was sealed by Old Ol's master of complex mechanisms. He didn't even tell me how this machinery works, just smirked like a madman and mumbled something about the sun that meets guests of the keep and the moon that faces the sky furnace. Okay. Also offensichtlich kann man damit auch dieses Rätsel lösen, was weiß ich. We are leaving the fortress, which had been guarded by three generations of our ancestors for 300 years. We are walking back the road paved by our great-grandfathers. The road we dedicated our lives to, Shield Road, has become the road of shame to us. Not everyone succumbed to disgrace. The few desperados called themselves the last shields and took an oath to defend the road until their last breath. They are the ones who harbor the very spirit of the dwarfs King Talric had strived to restore. Do their best among us. Too bad they will have to die alone in the wilderness. The young Vark is one of them.
He declined blank to leave his post at the watchtower. I left Langbach's key to him. We hardly have anyone more worthy to keep it. Old Gaugen's Jäger stays with him, claiming he would better die as an old stubborn head than as a coward. I have nothing to answer to this. We've let our king and our ancestors down. Ja, ihr hättet ja nicht weggehen müssen. Farewell, Bronze Shield Fortress. Sleep well and dream of the day that dwarves will return. Na, okay. Ja. Wir haben herausgefunden, dass die Zwergen ein Haufen Feiglinge sind. Ich lieber zurückziehen, als zu hungern. Falle. It's a trap. Los, Lindsay. Tu dein Schlimmstes. Applaus, please. Geschafft. Finde ich gut. Noch eine Falle. Da muss es wohl weitergehen. Und tatsächlich haben wir eine Applaus, Tür gefunden. Please. Oh, und immerhin XP gekriegt dafür. Achso, ja, das sind die Truppentrolle da vorne. Ich glaube, wir werden noch einmal schlafen, bevor wir dann zum König reingehen. Das heißt, wir können jetzt mal die ganzen Zauber aufbrauchen. Okay, das war kurz und schmerzlos. Anything is possible. Wie ist das? Vorher, wir sollten auf jeden Fall speichern. Schauen wir mal, wie der Kampf läuft und dann können wir noch immer schlafen. Wenn es schlecht läuft. Und sterben in allem.
gefährlich aus. Haben Gulka. Und Tartuk. Barba! You managed to get here. Good. Now our Gulka will carry your bag with his own hands. Stop courageous and strong, Hargulka. I wish to ask. Say me, why are you slaying us? What did we to you? Why take troll and kobold lives in their own home? I see you haven't taught your pet to heal, Tartuk. Says you're right, these trolls may be strong. But the village dog has more obedience and sense than they do. Lawful evil, my barony is for civilized races only. Your kind are murderers and not welcome here. Finde ich gut. I just enjoy killing, listening to trolls scream when acid touches their skin and slaughtering. Okay. You know nothing, nothing! So, will you tell us why you brought us death? Okay, sollen wir das nehmen oder Lawful Evil? Ich find Lawful Evil ist gut. Orba kills because trolls and kobolds ja. Don't like it. That's what all Orba do. Du hast vollkommen recht, ja. Wir sind Rassisten. Lawful Evil sind Faschisten, im Großen und Ganzen. Sollte auch nicht, das ist mein Kingdom, du Idiot. Ja, okay. Okay. Das ist natürlich doof, weil du hast natürlich jetzt gerade. Du wirst mal das trinken. Du trinkst mal das. Das in Large Person, das klingt gut. Du machst das. Du hier. Du machst Blindness auf den Hargulka. Versuchen können wir es ja mal. Und du. Schaust mal, ob du vielleicht einen Feuerball basteln kannst, ha? Was sagen wir? Jetzt schaust mal das als erstes. Jetzt aber Blindness, na schau was an. Ich habe mich gerade auf Leder zaubert. So, dann. Oh.
killed me. Vielleicht schon. Okay, wir müssen uns für diesen Kampf etwas besser vorbereiten. Man ist doch ziemlich mächtig. 236 Hit. Oh, wir sind schon fast runter. Aber zwei von den Nahkämpfern hat er schon gekillt. Tatuk ist natürlich doof. Cannot hide from me. All I see is black. Okay. Wie schon gesagt. Der Hund ist ein Wahnsinn. Ah, sehr gut, Hagulka ist tot. Kann ich mal muss sie. Du, meine Liebe, wirst noch, bevor du weitergehst, den einen oder anderen Trank zu dir nehmen. Du machst das. So, du, was kannst du noch zaubern? Was ist das? Ray of Sickening, das kickt. Wie kann das sein? Wie kannst du mit den Magic Missiles verfehlen? Eine Ray of Sickening kann verfehlen, das weiß ich. Aber die können gar nicht verfehlen, deswegen verwendet man sie ja. Sie machen wenig Schaden, aber sie treffen immer. Okay. So, du trinkst außerdem nochmal sowas. Dann machst du noch das. Auch auf sie. Er ist ziemlich schwer zum Treffen, finde ich. Er hat viel weniger Lebenspunkte, aber hält viel länger durch, weil seine AC ist 30. Bist du irre? Den zu treffen ist praktisch unmöglich. Yeah.
stärker trifft sie auch besser. Schauen wir mal. Ja, vielleicht sollte man den Hund auch mal heilen. Du machst das mal, was sagst du dazu? Ich denke, diese Zaubersprüche auch. Hörst du auf? Das ist aber nicht nett von dir. Ha, wir haben ihn besiegt, na endlich. After Hagulka's death, the Kobold's spells weaken, as though he's lost his concentration. His attacks stop and he simply defends himself. Finally he drops his hand in the middle of casting a spell, letting it dissipate. So heavily that it's hard to make out his coarse hisses. Remember well, the gnome Tatuchu assumed the appearance of the kobold Tartuk, and I remember clearly how I killed him. What the word? Intimidate 23? Was haben wir denn für einen Intimidate-Wert? Wieso sehe ich das nicht? Normalerweise kann man das sehen, wo da drüber geht. Ah doch, plus 11, da brauchen wir einen 12er. Hey, succeeded. Strange. I remember and I don't remember. My head is a hall of doors and almost all are closed. Sometimes I remember something, but then emptiness. Listen, I know who I was and how I died. Then something happened. Power. A great power. It brought me back to life, but not the way I was before. Ah, okay. Das heißt, du warst Tatuchi, aber jetzt bist du Tatuk. My return was not a gift, but a curse. I became the one I pretended to be. Kobold Tartuk, not Gnome Tartuccio. And I started to forget who I was, how I lived. Sometimes I have pictures in my head. I thought they were visions. Until I met you, my executioner. Hmm? But I must say, I don't know who did this to me. I don't know what will happen. But I was happy. Tartuccio called everyone fools because he knew he was one too. A funny, luckless fellow. But as Tartuk, I was different. I became a leader. I commanded respect. I created Trobold to show everyone. Siehst du, das kenne ich noch gar nicht. Man kann dazu. Was wolltest du machen? But now it is over. You will not spare me. What about your spy mission for Pitax?
weren't too eager to show mercy on us. You deserve no mercy, only death. Oh, from Mortos. The Tarks, strong country, ravenous king. He wants more power. Yes, I remember. I served him. The king said, there's some ancient artifact in the Stolen Lands. Find it and send to me. And I did. I found it in the Sycamore Hall and sent it to the king. Then fought against you and died. Es ist kein Lawful Evil, also wir müssen es nicht unbedingt nehmen. Vielleicht können wir uns herausreden. Vielleicht kommt er an unseren Court. Ich würde den schon ganz gern haben. Er scheint intelligent zu sein. Und ich mag Kobolde. Auch wenn das Spiel offensichtlich Kobolde nicht mag. The moment Tartuk looks like a severely beaten dog, his masters having banished him from the coziness of home out into the pouring rain. Kobolds didn't wish war. I didn't wish war. It's all Skrull's fault. I sought to suppress their wish to kill humans, but they wouldn't listen. You can't just blame the trolls. You were the one who branded them, convinced them to their false immortality. Don't accuse anyone. It was me who found this place, rekindled this ancient forge, sensed its magic. I started to brand trolls to shield them from fire. It was my mistake as much as trolls. And forces with the trolls in the first you place. You cannot understand. Kobolds are small. Everyone tries to banish them, strike them. Ja, genau deswegen mag ich Kobolde. No one respects them. Same things I suffered in the past. I just wanted respect for kobolds. Trolls were listening to kobolds. For the first time since the dawn of this world. Kobolds were treated with respect. You wouldn't understand. You would release me. I shall go away, a long distance away, so no one could find me. Away from trolls, from humans. From kobolds. I sought to establish the kobolds' kingdom. I wished a place in this world for kobolds. Sie könnten meine Untertanen werden. Accepted some home. But ja, but I've lost. I brought my people to death. You let this monster go now, and it will sow death and terror somewhere else. Don't make this mistake. Bleiben uns nur noch Optionen mit Dings übrig. Und die Neutral Good werden wir sicher nicht nehmen, weil sie ist am weitesten weg von uns. Also entweder die Lawful
Neutral oder die Neutral Evil, die beide aufs Gleiche hinauslaufen, dass wir ihn killen. Das heißt, wir nehmen die Neutral Evil, weil die ist die bösere. You will die, but first tell me, how does it feel to be responsible for the deaths of each and every one of those who followed you? Those who once saw you as a leader, not some miserable jester. Let's put an end to this madness. Peace will be restored. With iron and blood, since circumstances require this. I shall answer, but you won't like my answer. Come closer. I've stored some spells, especially for you. Since I am to die, I shall take you with me. Sehr nicht gut, wenn er das tut. Warte mal, der ist wieder Dings, der ist wieder voll geheilt. Sag mal, spinnt ihr? Und meine sind noch immer tot? Na super. Ja, wenigstens der Haste ist gleich aus. Du. Könntest du bitte. Könntest du bitte die Valerie heilen? Valerie, könntest du dich bitte heilen? Und Lindsay, Ekun greift weiter an. Lindsay, mal schauen, haben wir noch irgendwelche Zaubersprüche, die. Hold Person ist vielleicht nicht schlecht. Of Gracelessness. Searing Light. Das ist gleich nur auf nah. Was ist das? Das sind Magic Missiles, gell? Egal. Noch da rein. Den wir es aufbrauchen. Wir versuchen mal das zuerst. Hörst du auf? So, ja, wenn der Dings an der Ekon Dayo trifft, ist eh bald hinüber, aber mit dem Dings, mit dem Hona C, ist er praktisch nicht treffbar. So, na dann heil dich doch mal selbst, Freund. Ja, du bist blind, gell? Ich finde, das ist super, du kannst trotzdem die. Gewonnen. Haben wir? Lebt er noch immer? Nein. So, wir mussten nicht einmal. Mufasa suffered a crippling wound in the battle. Ja, okay. Oh, dadurch hat er die XP, haben wir die XP nicht gekriegt und sind nicht gestiegen. Das ist ärgerlich. Wir nehmen alles mit. Ah, der hat noch mehr Schlüssel. Ich nehme mal an, wir kommen jetzt überall raus und rein. Okay, wir machen das Steigen machen wir noch nicht. Wir speichern mal ab. Sicherheitshalber. Wer weiß, irgendwo noch ein Troll, der verloren gegangen ist.
und wir sind für immer und ewig aus dem Spiel raus und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht noch einmal den Kampf machen. Das war schon schlimm genug. Ich meine, er war nicht so schwer offensichtlich, weil wir haben ihn auf Anhieb geschafft, aber man kann es auch übertreiben. So. An ancient anvil. Can it still work? Heron can't believe his own eyes, so he reaches to the anvil, touches it with care. Fiery sparks flit dangerously close to his beard. It's just beautiful. The dwarf smiles happily. Not that bad after all. The anvil is still operational. What do you say now? Don't touch the anvil, step back. Ah, das ist sehr lustig, was jetzt passieren wird. Ja, okay. Harry pats the anvil gently, without any fear of its heat. Once I dreamed of working with a furnace like that. I gave oaths to Torek that I'd craft hundreds of suits of armor, that my hammer would be tireless. Oh, that was so long ago. He finally averts his gaze from the fire and turns to you. The very existence of this anvil is miraculous and unnatural. So much suffering and sorrow surrounds us, and yet here, hope. Harim shakes his beard in negation. This shouldn't be like that. That is just wrong. Harim turns around and glares at the anvil with hate in his eyes. His hands clench into fists. Brutus, grant me strength, I'll restore righteousness. The dwarf deals a strong blow with his fist to the anvil base. Schau, er macht's kaputt. Das ist ja lustig. Ach, wie viel wert wäre das Ding gewesen, wenn wir es nicht kaputt gemacht hätten. Danke. The light grows dim for a moment. A dull rumble seems to start at the base of the anvil. The sound growing steadily louder and finally filling the whole room with a deafening roar. You could swear you hear the mad laughter of Brutus in his roaring, or maybe it is Harim's own laughter. The anvil trembles and suddenly falls apart, as if trying to catch up in time with the rest of the fortress in its state of ruins. Huh? That was awesome. When did you learn to break cast iron with your bare hands? You're strong. How did you destroy this anvil? Does Kratos encourage destruction now? I've always believed that Kratos does not destroy, he just waits until the end comes to everything in this world. Klingt gut. For all the... How can you constantly doubt the overwhelming might of Kratos? His face grows red with anger. His eyes bulge and seem to almost fall from his sockets. How can you denounce him every time you get a chance? You're a blasphemer. Filled with rage, he raises his hand to hit you, but at the last moment he turns away and hits the base of the broken anvil instead. Oh. Okay. After several moments, Harim comes to his senses. Forgive me, Fuss. Sometimes I still forget how difficult it is to follow the path of Kratos. I must not get angry at unbelievers. I must persuade them to make their own choice of following the one true God. Harim's second blow shatters the remnants of the anvil. Among the shards, something catches your attention, an odd red stone, definitely of magical origins. It radiates heat and glitters with every shade of flame.
The priest picks up the glimmering jewel from the floor and looks at it suspiciously. He nearly throws the gem against the wall, but something makes him hesitate. The red reflection starts on his face. What is it? I don't know, but I feel Torek's touch upon it. Maybe those who created the anvil put it inside, or... No, no, nonsense, this cannot be. Jewels don't appear from out of nowhere, but then metal isn't usually broken with bare hands, right? I don't know, Mufasa, I don't know. Tja, well, dann gib her. Wir machen es nicht kaputt. Harim hands you the jewel. There. Do as you wish with it. You can sell it, throw it away, keep it as a memento. If it's Torek's parting gift, I have no need of it. Wir haben Heart of the Anvil gekriegt. Schau an. Ich glaube, das letzte Mal habe ich diese erste Option nicht gekriegt. Kann das sein, dass ich dadurch dieses Ding nicht gekriegt habe? Who knows? Harry wipes tears from his eyes. I shouldn't have come here. What did I expect to find besides decay, dust and ash? I forgive me, Mufasa. Thank you for honoring my request and bringing me here. But now, I wish to be alone. Na super. Ah, jetzt sind wir auch gestiegen. Finde ich gut. Gut, Herrschaften, das war's für heute von der YouTube-Front. Wir drehen ab. Ich werde noch aufsteigen. Das mache ich aber nicht auf YouTube, sondern nur noch hier auf Twitch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ein großes Stück weitergekommen. Mal schauen, ob wir jetzt auch den Gnomen-Typen, den Jupitos mitnehmen können, nachdem wir dieses Ding gefunden haben. Ja, okay. Bis später dann und tschüss.